Ja, ist es Stahl? Herr Kollege Birker, Sie werden mir wahrscheinlich beipflichten, wenn ich sage, dass dieses Parlament, wenn es um die Bekämpfung organisierter Kriminalität geht, auch darauf achten muss, dass die Mitglieder dieses Parlaments nicht im Verdacht stehen, Fördermissbrauch begangen zu haben. Daher frage ich Sie als Vertreter jener Partei, die in Österreich den Justizminister stellt oder die Justizministerin stellt, wann endlich das Verfahren gegen den Kollegen Hans-Peter Martin geführt wird, der ja schon vom Europäischen Gerichtshof dazu verurteilt wurde, Teile seiner Gelder zurückzahlen zu müssen und der im Verdacht steht, aufgrund eines Auslieferungsbegehrens, das von diesem Parlament ja auch positiv beschlossen wurde, Fördermissbrauch begangen zu haben. Wann wird endlich dieses Verfahren geführt? Die Entscheidung darüber wird nicht hier im Europäischen Parlament und auf europäischer Ebene getroffen. Fraglos ist, dass Korruption oder Verbrechen überall bekämpft werden müssen, unabhängig davon, ob jemand Mitglied des Europäischen Parlaments ist oder nicht. Wenn aber jemand Mitglied des Europäischen Parlaments ist, wie in diesem Fall, dann halte ich es für umso notwendiger, dass derartige Verfahren rasch abgeschlossen werden. Ich würde mir wünschen, dass die Justiz auch in Österreich, auch in diesem Fall, sehr rasch zu einer Entscheidung kommt und ein Urteil über diesen Fall fällt. Vielen Dank. And next speaker is